Unendlich groß ist die Vielfalt der Natur. Tausende von Tierarten beleben unsere Fluren und Gewässer. Vögel mit dichtem Federkleid, Säugetiere im Fellmantel, bunt und auffallend oder schlicht und in Tarnfarben. An Größe und Form, an ihren Farben und ihren besonderen Merkmalen können wir die wildlebenden Tiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterscheiden. Doch wer kennt schon alle Tiergattungen und ihre verschiedenen Arten? Wer weiß schon von allen, wo sie vorkommen und wie sie leben? Dazu braucht man so etwas wie einen Steckbrief. Diese Filmserie liefert ihn, den Steckbrief Natur. Nagetiere stellen die artenreichste Ordnung der Säugetiere dar. Zu ihnen gehören die Hörnchen, die Biber, die echten Mäuse, die Wühl- und Hüpfmäuse, die Hamster, die Schläfer. Unmöglich, all diese verschiedenen Tiere in einem Film zu vereinigen. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Arten, insbesondere solche, bei denen auch die Chance besteht, sie zu beobachten. Das sind das Alpenmurmeltier, das Eichhörnchen, der Biber, der Nutria, der Bisam und die Wanderratte. Oft werden auch Hasen und Kaninchen in einem Atemzug mit den Nagetieren genannt. Doch das ist eigentlich nicht gerechtfertigt, denn sie sind keine. Sie haben sich den Nagetieren wegen ähnlicher Lebensbedingungen lediglich in einigen Punkten angeglichen. Zoologen sprechen dabei von Konvergenz. Ausführliche Informationen über die Hasenartigen finden Sie in dem Videofilm Hasen und Kaninchen aus der Serie Steckbrief Natur. Widmen wir uns also ganz den Nagetieren. Kennzeichnend für sie sind vor allem die auffälligen, kräftigen Nagezähne, mit denen sie, wie hier der Biber, auch mit Rinde oder anderen holzigen Nahrungsteilen fertig werden. Aus den ursprünglich vorhandenen drei Schneidezähnen in jeder Kieferhälfte ist jeweils nur noch einer übrig geblieben, sodass, wie der Schädel zeigt, insgesamt zwei vorhanden sind. Sie wachsen lebenslang weiter. Dadurch wird die starke Abnutzung ausgeglichen, die durch das Nagen entsteht. Eckzähne sind nicht vorhanden. Die Backenzähne haben Querfalten zum Zerraspeln der Nahrung. Einige Nagetiere, beispielsweise Murmeltiere oder Biber, sind genau wie die Hasenartigen reine Pflanzenfresser. Alle Nagetiere können ihre Vorderpfoten geschickt als Greifhände benutzen und damit zum Beispiel die Nahrung festhalten. Einige von ihnen haben sich hinsichtlich ihrer Fortbewegung spezialisiert, wie etwa die Eichhörnchen als geschickte Kletterer oder wie der Bisam und der Biber, die ausdauernde Schwimmer und an das Leben am, im und unter Wasser angepasst sind. Doch nun zu den Steckbriefen der einzelnen Arten. Beginnen wir mit dem Alpenmurmeltier. Es gehört mit seinem Gewicht zwischen 3 und 7,5 Kilogramm schon zu den größeren Nagetieren. Sein dichtes Haar ist gelblich-braun. Der Kopf ist etwas dunkler mit einer schiefergrauen Stirnplatte. Der Bürzel, wie man den Schwanz nennt, ist ungefähr 15 cm lang und am Ende schwarz. Murmeltiere wechseln ihr Haar nur einmal jährlich, und zwar etwa einen Monat nach Ende des Winterschlafes. Die Männchen der Murmeltiere nennt man Bären, die Weibchen Katzen. Sie sind fast gleich groß und deswegen nicht voneinander zu unterscheiden. Doch legen die Bären mit zunehmendem Alter an Gewicht und Größe im Vergleich zu den Katzen etwas zu.
Murmeltiere zählen wie die Eichhörnchen zur Familie der Hörnchen und lebten ursprünglich nur in den Westalpen, den Zentralalpen und in den Karpaten. Sie wurden jedoch mit Erfolg im gesamten Alpenraum, in der Hohen Tatra und den Pyrenäen eingebürgert. Sogar im Schwarzwald gibt es eine kleine Kolonie. Dabei galten Murmeltiere, die man auch Mankai nennt, schon fast als ausgestorben, weil sie in früheren Jahrhunderten stark verfolgt wurden. Ihrem Fett, dem sogenannten Mankai-Schmalz, wurden Heilwirkungen zugeschrieben. Erst durch sorgfältig geplante Aussetzungen und Schongesetze konnten sie sich wieder verbreiten. Sie verfügen über scharfe Sinnesleistungen. Vor allem sind sie hervorragende Bewegungsseher und haben ein feines Gehör, mit dem sie die Warnpfiffe von Artgenossen auch über große Entfernungen wahrnehmen können. Ertönt ein solcher Pfiff, ist meist Gefahr im Verzuge und die Murmeltiere verschwinden blitzschnell in ihren Bauen. An ihren alpinen Lebensraum stellen Murmeltiere zwei Hauptansprüche. Es muss erstens genug Äsung vorhanden sein und zweitens eine Bodenbeschaffenheit, in der sich Baue graben lassen. Das heißt, das Alpenmurmeltier braucht vegetationsreiche Felsregionen und Hochalmen. Oberhalb der Baumgrenze bevorzugt es Südlagen. Ihre Reviere markieren Murmeltiere mit dem Sekret ihrer Wangendrüsen, das sie an Felsen oder Steinen als Duftmarken abstreifen. Schlafen wie ein Murmeltier, sagt man. Und da ist etwas dran. Denn Murmeltiere sind echte Winterschläfer und verschlafen je nach Wetterlage zwischen 4 und 6 Monate des Jahres. Zwar wachen sie zwischendurch immer mal wieder auf, um Kot und Harn abzusetzen, nehmen aber keine Nahrung zu sich, sondern leben von ihren im Sommer angefressenen Fettreserven. In dieser Zeit verlieren sie bis zu einem Drittel ihres Gewichtes. Sie leben in Einehe und bilden mit Jungtieren verschiedener Jahrgänge echte Familien. Für den Winterschlaf polstern sie ihre Schlafkessel weich mit Heu aus. Darin liegen sie dann eng aneinander gedrängt. Atmung und Herzfrequenz sind stark herabgesetzt. Die vom Kessel nach außen führende Röhre wird mit einem manchmal bis zu 2 Meter langen Pfropfen aus Gras, Erde und Steinen verstopft. Ist der Schnee geschmolzen, erscheinen die Murmeltiere wieder auf der Bildfläche. Sie sind tagaktiv und verbringen den Sommer mit Spielen und Äsen, aber immer in höchstem Grade wachsam. Sie ernähren sich als reine Pflanzenfresser von Gras, Kräutern und Wurzeln. Ist der Winterschlaf beendet, beginnt im April oder Mai die Ranz. Die Tragzeit beträgt rund 34 Tage. Dann wirft die Katze 2 bis 6 nackte und blinde Junge. Sie brauchen etwa 6 Wochen Entwicklungszeit, bevor sie den Bau verlassen. Wie ihre Eltern leben sie nicht ganz ungefährlich, vor allem dann nicht, wenn ein Steinadler am Himmel kreist. Er ist ihr Hauptfeind. Aber auch der Fuchs holt sich dann und wann ein Murmeltier. Zur selben Familie wie die Murmeltiere, nämlich zu den Hörnchen, gehört auch das Eichhörnchen, das man eigentlich gar nicht mehr zu beschreiben brauchte, weil es so bekannt ist. Aber man kann ja nicht alles wissen. Oder wussten Sie zum Beispiel, dass es 2 Varianten gibt? Die eine hat ein rotes, manchmal fast hellrotes Fell und lebt vorwiegend in den Ebenen. Die andere ist braunrot bis fast schwarz. Ihr Lebensraum sind mehr die Bergwälder. Beide Varianten haben aber eine weiße Bauchseite. Am auffälligsten ist der körperlange und dicht behaarte, buschige Schwanz, den die kleinen Nager beim Klettern und Springen geschickt als Steuer einsetzen. Denn Eichhörnchen sind Baumbewohner, die unglaublich schnell die höchsten Stämme emporlaufen und in den Baumkronen geradezu artistisch turnen können. Und oben in den Baumkronen bauen sie aus Reisig, Rinde, Laub und Moos auch ihre Nester, die man Kobel nennt.
Darin schlafen sie, darin bringen sie auch ihre Jungen zur Welt, die wie bei den Murmeltieren nackt und blind geboren werden. Manchmal allerdings beziehen Eichhörnchen auch Baumhöhlen. Verbreitet sind sie in ganz Europa, auch auf den britischen Inseln. Alle anderen europäischen Inseln beherbergen jedoch keine Eichhörnchen. Ihr Lebensraum erstreckt sich von Parks mit guten Baumbeständen inmitten von Ansiedlungen bis hin zu dichten Bergwäldern. Ihrem Namen als Nagetiere machen Eichhörnchen alle Ehre, denn ihre bevorzugten Nahrungsmittel sind Nüsse, Eicheln, Bucheckern, aber auch Samen, Beeren und Obst. Wenn ein Eichhörnchen eine Nuss oder eine Eichel knackt, kann man gut beobachten, wie geschickt es mit den Vorderpfoten zugreift. Diese kleinen akrobatischen Baumbewohner halten keinen Winterschlaf. Für Notzeiten legen sie sich Nahrungsvorräte in Erdlöchern oder Baumhöhlen an, von denen sie die meisten wiederfinden, wenn Schnee liegt. Manche dieser Vorratskammern werden aber auch von anderen Tieren geplündert. Zu den besonders geschützten Tierarten zählt der Biber, Europas größtes Nagetier. In Deutschland war er bis auf Restbestände an der Elbe schon fast ausgerottet. Durch Aussetzungsmaßnahmen, aber auch durch eigene Wanderungen gewinnt er mittlerweile Terrain zurück. Aber flächendeckend gibt es ihn nur noch in Skandinavien und Osteuropa. Biber erreichen mit 20 bis 35 Kilogramm locker das Gewicht eines ausgewachsenen Rehes, wirken wegen ihrer gedrungenen Körperform aber kleiner. Immerhin, seine Größe und vor allem die breite Kelle, wie man den Schwanz nennt, machen den Biber unverwechselbar. Die Kelle ist schuppig und trägt kein Fell. Das Haar am übrigen Körper ist dunkelbraun bis fast schwarz. Es ist weich und wie bei allen im Wasser lebenden Säugetieren sehr dicht. Zu sehen bekommt man das alles nur sehr selten. Zum einen, weil Biber sehr scheu sind, zum anderen, weil man sie, wenn überhaupt, fast nur im Wasser erblickt. Kaum ein anderes Nagetier hat eine für uns so interessante Lebensweise wie der Biber. Also, Wasser muss immer dabei sein. Deshalb siedeln Biber mit Vorliebe in üppig bewachsenen und unterholzreichen Auwäldern an Flüssen, Bächen und Seen. Sie bilden Familien. Das heißt, das in Einehe lebende Biberpaar ist zusammen mit seinen Jungen der beiden letzten Generationen. Eine solche Familie markiert ihr Revier mit dem sogenannten Bibergeil, dem Sekret aus den Geilsäcken, den Drüsen am Geschlechtsteil. In solchen Regionen aus Wasser und Land bauen die Biber ihre berühmten Burgen. Es sind regelrechte Wasserburgen aus Erde, krautigen Pflanzen, Ästen und Zweigen. Sie ragen oft hoch über die Wasseroberfläche hinaus. Aber die Einfahrt zur Biberburg liegt immer unterhalb der Wasseroberfläche. Die Grafik zeigt einen Schnitt durch eine Biberburg. Man sieht die unter Wasser liegende Einfahrt. Dann steigt der Gang an zu einer Wasser- und einer Fresskammer. Ganz oben ist die trockene Wohnkammer. Wenn nun der Wasserstand sinkt, sodass die Einfahrt plötzlich über Wasser zu liegen droht, reguliert der Biber ihn dadurch, dass er Dämme baut, sodass die Einfahrt immer unterhalb des Wasserspiegels bleibt. Steigt der Wasserstand, so erhöht der Biber den Boden seiner Wohnhöhle innerhalb der Burg. Zum Anlegen des Staudammes fällt er am Ufer stehende Bäume so geschickt mit seinen starken Nagezähnen, dass sie quer über den Wasserlauf fallen. Diese Holzfällerarbeit ist es, die den großen Nager früher so unbeliebt gemacht hat, dass er bis an den Rand der Ausrottung verfolgt wurde. An steilen Ufern gräbt er sich auch schlichte Wohnhöhlen, die vollkommen unauffällig sind. Aber auch dabei ist der Eingang stets unter Wasser. Nicht weniger raffiniert ist das Nahrungsspektrum des Bibers.
Er frisst alles an Pflanzen, was in den Uferzonen seines Reviers wächst. Gras, Schilf, Wasserpflanzen und ihre Wurzeln, Weichhölzer wie Erlen, Weiden und Pappeln. Nicht nur ihre Rinde und die jungen Triebe, sondern auch das Holz. Vor seinen scharfen Schneidezähnen ist nichts sicher. Aber auch für Biber wäre solche Nahrung nicht verdaulich, wenn er nicht am Mageneingang die Kardiakaldrüse hätte. Sie sondert ein Sekret ab, das solch schwer verdauliche Nahrung aufschließt. Da Biber keinen Winterschlaf halten, legen sie bei Zeiten Nahrungsdepots unter Wasser an. Sie schleppen Äste bis zur Armdicke herbei, befestigen sie unter Wasser und benutzen sie in Notzeiten als Äsung. Die Paarungszeit hängt vom Wetter ab, insbesondere vom Grad der Vereisung des jeweiligen Gewässers. Sie findet statt zwischen Januar und April. Nach einer Tragzeit von 15 Wochen setzt das Biberweibchen 2 oder 3 Junge. Sie kommen sehend und behaart zur Welt. Schon nach gut einer Woche nehmen sie pflanzliche Nahrung auf, werden aber erst im 3. Lebensjahr geschlechtsreif. Er ist zwar etwas kleiner als der Biber, sieht ihm aber sehr ähnlich. Doch es gibt ein ganz sicheres Merkmal, das die Nutria, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, vor Verwechslung schützt. Das ist der lange, runde Schwanz. Sein Haarkleid besteht aus langen Grannen und dichter, seidenweicher Unterwolle. Es glänzt dunkelbraun, zeigt aber verschiedene Farbvariationen, die durch Zucht zustande gekommen sind. Zucht – ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang. Denn Nutrias sind wertvolle Pelztiere und werden in Pelztierfarmen gezüchtet. Die ersten Zuchtpaare kamen 1926 nach Deutschland. Diese Nagetiere stammen aus Südamerika. Sie werden auch Sumpfbiber oder Biberratte genannt. Die kleinen Populationen, die es heute in freier Wildbahn gibt, entstanden durch Tiere, die aus Pelztierfarmen entwichen sind. Sie kommen zwar nicht gut mit harten und langen Wintern zurecht, halten sich in einigen Fällen aber hartnäckig. Viele wurden in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung freigelassen. Grund: Preisverfall der Felle. Dadurch gab es in einigen Fällen Schäden in der Landwirtschaft, an Ufern und Deichen. Auch Nutrias brauchen unbedingt Wasser in ihren Lebensräumen. Aber sie sind nicht ganz so stark spezialisiert wie Biber, sondern nehmen mit jeder Art von fließenden oder stehenden Gewässern Vorlieb. Sie sind überwiegend nachtaktiv, leben in Einehe und bilden mit den Jungen Familienverbände. Als Bau graben sie sich Röhren mit großen Kesseln, in denen sie sich meist am Tage aufhalten. Manchmal leben sie auch in Wasserburgen aus Schilf, die denen der Biber ähneln. Nutrias sind hervorragende Schwimmer und Taucher. Sie können bis zu 5 Minuten unter Wasser bleiben. Sie leben von Blättern, Stängeln und Wurzeln, machen sich aber auch auf Feldern vor allem über Hackfrüchte her, was die Bauern nicht sehr gern sehen. Wo Nutrias massiert auftreten, können sie großen Schaden in der Landwirtschaft anrichten. Und sie vermehren sich auch noch ziemlich stark, denn anders als bei Bibern gibt es beim Nutria keine feste Zeit für die Paarung. Sie ist das ganze Jahr über möglich. Nach 16 Wochen Tragzeit setzt das Weibchen 5 oder 6 Junge, die gleich sehen können und schon behaart sind. Äußerlich ähnelt der Bisam, der zu den Wühlmäusen gehört, dem Nutria, ist aber nur knapp so groß wie ein Kaninchen. Deutlichstes Unterscheidungsmerkmal ist der nackte, seitlich abgeflachte Schwanz. Über der dichten Unterwolle liegen lange, glänzende Grannen. Das ganze Haarkleid ist rostbraun bis graubraun.
Was besonders auffällt, sind die nach oben gerichteten Augenhöhlen und die gelblich-roten langen Schneidezähne. Weil der Bisam Damme und Deiche unterwühlt und deshalb eine große Gefahr für den Wasserbau darstellt, ist es wichtig, dass man seine Spur genau kennt. Sie ist unverwechselbar durch zwei Charakteristika. An den weit gespreizten, etwa 6 cm langen Abdrücken der Hinterpfoten, typisch Wühlmaus könnte man sagen, und an der Schleifspur, die der Schwanz in weichem Boden hinterlässt. Im Winter kann man den Bisam anhand der Blasenspur orten, die er unter dem Eis hinterlässt. Das alles klingt sehr fremdartig. Und das ist es auch. Denn während der Nutria aus Südamerika importiert wurde, stammt der Bisam, auch Bisamratte genannt, aus Nordamerika. Man weiß sogar, wo und wann er in Europa zum ersten Mal ausgesetzt wurde. 1905 in einem Teich in Prag. Seitdem hat er sich explosionsartig vermehrt und fast ganz Europa besiedelt. Mit seiner Bekämpfung sind amtlich bestellte Jäger und Fänger beauftragt. Denn als Angehöriger der Wühlmausfamilie richtet er verheerende Schäden an wasserbaulichen Anlagen an. Ließe man ihn gewähren, wären Deichbrüche an der Tagesordnung. Außer im Hochgebirge wühlt er in Deutschland an Wasserläufen aller Kategorien. Trotz der amtlich bestellten Fänger und Jäger ist es schwer, die Bisampopulation in erträglichen Grenzen zu halten. Doch wie lebt der Bisam? Er lebt als Einzelgänger oder mit Familie immer am oder im Wasser. Seine Hauptaktivitäten unternimmt er nachts oder in der Dämmerung. Er ist ein guter Schwimmer und ein noch besserer Taucher und kann, man glaubt es kaum, bis zu 20 Minuten unter Wasser bleiben. Im Frühjahr, wenn er einen Partner oder einen neuen Lebensraum sucht, unternimmt er weite Wanderungen. Diese Wanderlust und seine Art, sich einen Bau zu schaffen, machen ihn für die Deiche an Flüssen und an der See so gefährlich. Er legt Erdbaue mit mehreren meist übereinanderliegenden Röhren und mit großen Kesseln an. Die Eingänge der Röhren sind immer unter Wasser. Das heißt, er durchlöchert Deiche und Dämme wie einen Schweizer Käse. Gelegentlich bauen Bisams sich aber auch regelrechte Wasserburgen aus Pflanzenteilen. Sie schwimmen entweder im Wasser oder liegen auf dem Grund auf. In erster Linie ernährt sich auch der Bisam von Wasserpflanzen und besonders im Winter von Wurzeln und Erdsprossen. Aber nicht nur. Er verschmäht auch tierische Nahrung nicht, wie Krebse, Muscheln oder Insekten. Die Paarungszeit dauert etwa von März bis September. Der Höhepunkt liegt im April und Mai. Die Tragzeit dauert 29 Tage. Dann wirft das Weibchen 4 bis 8 Junge und das 2 bis 3 Mal im Jahr. Mit anderen Worten, der Bisam ist etwa so vermehrungsfreudig wie ein Kaninchen. Zum Schluss das Nagetier, dem seit jeher kein besonders gutes Image anhaftet. Zumindest nicht seit dem Mittelalter, seit es die Pest nach Europa brachte, die weite Landstriche fast entvölkerte. Die Rede ist von der Wanderratte. Wie die Hausmaus und andere Langschwanzmäuse zählt sie zur Familie der echten Mäuse. Und so sieht sie aus. Sie ist etwa 20 bis 30 cm lang. Dazu kommt noch der Schwanz mit 15 bis 25 cm Länge. Ihr Haar ist kurz, glatt und auf dem Rücken rötlich bis graubraun, die Bauchseite ist weiß-grau. Es gibt aber auch Farbvarianten. Bemerkenswert sind die Schneidezähne im Unterkiefer. Sie lassen sich spreizen. Damit kann die Ratte Gegnern ziemlich üble Verletzungen zufügen. Wanderratten sind Allesfresser. Und da es von ihnen mehr geben soll als Einwohner, vernichten sie allein in Deutschland Jahr für Jahr Tausende von Tonnen an Getreide und anderen Nahrungsmitteln. Auch die Schäden in Niederwildrevieren sind enorm. Beispielsweise werden zahlreiche Gelege von Bodenbrütern zerstört, Jungvögel fallen ihnen zum Opfer. Sie fressen Fische und machen sich auch über die Küken von Hausgeflügel her. Vor ihnen ist nichts sicher. Sie können ausgezeichnet klettern, schwimmen und tauchen. Sie nagen sich durch Holzfußböden und dringen, wenn man nicht aufpasst, in Wohnungen vor. Es gibt kaum ein Terrain, das sie nicht besiedeln, einerlei ob über oder unter der Erde.
Zu ihren markanten Verhaltensweisen gehören auch Massenwanderungen über weite Strecken. Aber nie ohne Grund. Knapp werdende Nahrung oder zu dichte Population können die Auslöser dafür sein. Und sie sind außerordentlich vermehrungsfreudig. Paarungszeit ist immer. Die Tragzeit beläuft sich auf 24 Tage, dann werden 6 bis 9 Junge geworfen. Die sind schon im Alter von 3 Monaten geschlechtsreif und erzeugen wieder eine neue Generation von Wanderratten. Aber der liebe Gott lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ratten haben auch eine Menge Feinde, nämlich alle Beutegreifer. Von denen allerdings gibt es in den Kanalisationsnetzen unserer Städte, wo Ratten mit Vorliebe hausen, kaum einen.